Ja, the winners are. Die Gewinner sind Semmelkonzert, Uwe Kantag und Helene Fischer. So, ich soll jetzt was da sagen dazu. Also, herzlichen Dank. Wir haben mit diesem Team in den letzten, ja, mittlerweile 8 Jahren, so jedes Jahr so ein bisschen was Neues gemacht. Wir haben versucht, ein eigenes Genre zu entwickeln. Wir wollten eigentlich diesen Schlager eigentlich in eine neue Dimension bringen. Und uns ist das zusammen mit unserer unglaublichen Künstlerin, glaube ich, ganz gut gelungen. Es war eine Wahnsinnsarbeit, dieses Farbenspielwerk. Das begann bereits im Juli 2014. Wir sind da in 27 Hallentourneen, Hallenshows durch die Arenen gezogen und anschließend aufgrund der großen Nachfrage haben wir dann nochmal 24 Stadien gebucht. Wir haben dann festgestellt, dass unser Hallenshow, die schon wahnsinnig teuer war, eigentlich in den Stadien nicht so funktioniert, wie wir es uns eigentlich wünschen würden, und haben dann sozusagen die Show nochmal umgebaut, nochmal vergrößert, wesentlich vergrößert. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste fast zum Ende nicht, ob da wirklich dann noch unterm Strich was übrig bleibt, aber ich kann euch beruhigen. Ich kann euch beruhigen. Mord beim Lea! Das Ganze war nur möglich durch unser gesamtes Team. Ich habe zu den Kollegen, die meisten sitzen heute hier im Saal, gesagt, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich bestimmt irgendjemand vergessen werde. Es war wirklich eine grandiose Leistung. Wir haben diskutiert, gestritten, wir haben uns manchmal auch angeschrien, Uwe, weißt du noch? Und es war wirklich ein hartes Stück Arbeit, und letztendlich ist es uns wirklich gelungen, dass wir am Ende dieser Farbenspielerreise ja nahezu 1,2 Millionen Besucher hatten. Wir hatten fantastische Konzerte, wir hatten einen Wahnsinnshöhepunkt. Peter hat es erzählt, im Berliner Olympiastadion am zweiten Abend, als uns das Gewitter überrascht hat, als Helene wirklich unter Lebensgefahr noch die Show zu Ende gemacht hat. Und alles in allem war es wirklich eine tolle, tolle Reise, ein tolles Erlebnis. Und wir sind der Meinung, dass die Jury richtig entschieden hat. Wir nehmen die Wahl an. Vielen Dank. Dankeschön. Ganz, ganz kurz, denn diese beiden Herren, Uwe Kantag, Dieter Semmelmann, plus Team, möchte ich wirklich nicht mehr missen. Und ich sage einfach nur von ganzem Herzen danke für eine unfassbare Tournee. Ich meine, man hat die Bilder gesehen. Das waren für mich wirklich magische Momente, und der krönende Abschluss war natürlich Berlin im Regen. Also von daher, ich freue mich sehr über diesen Preis. Dankeschön, Dieter. Danke, Uwe Kantag, und vielen Dank, Semmelkonzert. Ihr seid echt klasse. Vielen Dank euch. Ich danke einer fantastischen Künstlerin.